So, ich habe jetzt hier einen kleinen Soundcheck-Aufbau. Ja, ich habe hier mein Studiomikrofon ein bisschen auf Abstand zu meiner Soundanlage aufgestellt. Und ja, es halt, habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, weil der Raum halt recht groß ist. Soll aber jetzt nicht weiter stören, hoffe ich. Ich habe hier ein paar Lieder vorbereitet, da ich ja überwiegend elektronische Musik höre, also Hardstyle, Dance und alles, was so in die Richtung geht. Muss ich natürlich sowas auch abspielen. Ich habe da von No Copyright Sounds einen entsprechenden Track. Ich blende mal ein, was gerade läuft. Ich habe aber noch ein paar andere Genres rausgesucht, unter anderem was in die Richtung Jazz und Hip-Hop und einen Film-Soundtrack quasi, alles aus der YouTube-Audio-Bibliothek rausgesucht. Auch da blende ich entsprechend immer ein, was ich gerade abspiele. Und ja, Soundchecks sind halt immer so eine Sache, erstmal von der Akustik her natürlich und auch, weil ihr müsst natürlich, um das mitzukriegen, entsprechend auch eine gute Soundanlage bzw. Kopfhörer haben. Ich gucke einfach mal, wie es so ist. Ich werde es mir dann selber nochmal anhören und dann auch vielleicht im Endeffekt, also am Ende des Soundcheck-Videos, nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, wo mir jetzt aufgefallen ist, was gut aufgezeichnet worden ist und was eher nicht so gut aufgezeichnet worden ist. Ich habe die Anlage jetzt bestmöglich eingestellt, könnte man sagen, für mich, also für meinen persönlichen Geschmack. Wie gesagt, wichtig vor allem Mitten und Höhen, dass die gut rauskommen und beim Bass vor allem wichtig, dass der halt nicht zu krass abgeht, ja, wegen den Nachbarn allein schon und auch weil ich selber jetzt nicht unbedingt so mega druckvoll brauche, sondern einfach weil ich halt so ein bisschen so die Tiefen, so den Sound halt noch ein bisschen untermalt haben will, könnte man sagen. Ich hoffe, das Mikrofon kann das so auffangen. Ich würde sagen, spielen wir einfach mal die Tracks ab und dann gucken wir mal.
das wär's dann von meiner kleinen Demo. Ich hoffe, das ist einigermaßen rübergekommen vom Sound her. Also so laut, wie ich es jetzt gerade demonstriert habe, höre ich normalerweise nicht. Ich bin noch ein bisschen durch den Raum gelaufen währenddessen und habe festgestellt, ja, klingt geil. Also wie gesagt, mir gefällt super. Und mir ist jetzt ganz schön warm, deswegen würde ich jetzt sagen, das wäre es dann für dieses kleine Soundcheck-Video. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder mit dem nächsten Projekt, hoffe ich, beziehungsweise mit dieser Moving-Vlog-Geschichte. Bis bald, ciao!